all das zusammen ja, unterstreicht, nicht nur, dass wir den russischen Präsidenten nicht unterschätzen dürfen, sondern dass es auf maximale Einschüchterung fokussiert ist, gerade jetzt in dieser Zeit. Und Putin hat immer mit der Angst der anderen gespielt. In Russland selber, auch schon vorher, wenn wir uns vielleicht daran erinnern, als Merkel ihn mal besucht hat, hat er einen Hund, man musste, glaube ich, sagen, auf sie losgelassen. Wusste, dass sie keine Hunde mag. Mhm. Und auch jetzt ist das ein perfides Spiel mit der Angst. Als Merkel ihn mal besucht hat, hat er einen Hund, man musste, glaube ich, sagen, auf sie losgelassen.